willkommen zurück zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Ich bin mittlerweile in der 31. Schwangerschaftswoche. Wahnsinn, wie die Zeit jetzt doch vergeht zum Ende hin. Also am Anfang konnte ich es ja kaum erwarten, so die ersten 3 Monate zu überstehen. Dann macht man sich ja oft Gedanken oder auch vom Umfeld wird dann oft gesagt, so ja, du musst erst mal warten, ob das bleibt und so. Und vor allem, wenn man schon mal eine Fehlgeburt hatte oder so, dann freut man sich, umso mehr Zeit vorangeschritten ist in der Schwangerschaft, weil ja, das einfach ein Sicherheitsgefühl gibt oder ein Gefühl der Sicherheit. Nun bin ich schon in der 31. Woche und ich sag euch jetzt, irgendwie geht mir das voll viel zu schnell. Wir hatten so viel Stress jetzt mit dem Umzug und ihr wisst, ich war im Krankenhaus von meinem letzten Schwangerschaftsupdate bis jetzt, war ich im Krankenhaus, weil ich einen Schlag auf den Bauch bekommen habe. Zum Glück ist alles in Ordnung mit dem Baby. Wir hatten sehr viel Stress, sehr viel erlebt und natürlich umso schneller geht diese Zeit vorüber. Und jetzt kommt man so langsam hier an im neuen Haus. Ihr seht immer noch ein paar Umzugskartons im Hintergrund hier rumstehen und es ist auch noch sehr viel zu tun. Aber wir können halt hier leben, also wir können kochen, essen, schlafen, Fernsehen gucken. Und der Zeitdruck ist jetzt einfach weg. Wir können jetzt ganz entspannt die Bilder an eine Wand anbringen oder die Kisten ausräumen oder auch nicht. Also der Zeitdruck ist jetzt einfach erstmal weg. Ja, und jetzt, wo halt so die Entspannung ein bisschen reinkommt, da wird einem erstmal bewusst, dass es jetzt nur noch 9 Wochen sind bis zum Entbindungstermin. Und wir haben jetzt jede Woche Geburtsvorbereitungskurs, immer freitags. Das ist ja in dem Geburtshaus, wo ich auch entbinden möchte. Das ist alles online, was uns jetzt ganz gelegen kommt, sag ich mal, weil unser Geburtshaus ist 1 Stunde ungefähr entfernt von unserem Wohnort. Und wir müssen halt immer 1 Stunde hinfahren, dann ist das ja 1 Stunde ungefähr der Kurs und 1 Stunde zurückfahren, das dann immer freitags abends. Von daher passt uns das super, dass wir das hier zu Hause auf dem Sofa machen können. Die erste Woche war halt nur so Vorstellungsrunde. Also ne, jeder hat sich so vorgestellt, welche Woche man ist und so. Und sowas halt alles. Die zweite Woche war dann die Lage des Kindes, also bei der Geburt, wie rum die liegen können. Zum Beispiel wurde auch gesagt, wenn jetzt Beckenendlage ist, also der Popo unten und schon ein normal gewichtiges Kind, ich glaube zwischen 3000 und 3500 Gramm, geboren wurde auf natürlichem Wege, also jetzt nicht Kaiserschnitt oder so, dann würden die auch Beckenendlage entbinden im Geburtshaus, was jetzt für uns bis jetzt toi 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 nicht in Frage kommt, weil unser Mäuschen liegt mit dem Kopf nach unten. Schon als ich im Krankenhaus war, haben die ja auch Ultraschall gemacht. Und da habe ich das gesehen und ich fühle halt auch die Tritte hier auf dieser Seite. Und hier unten fühle ich mehr so sowas wie Hände, die da so rumgrabbeln oder so. Und man fühlt auch ganz deutlich, dass sie hier liegt mit dem Rücken. Und hier halt ist eher so nichts, so weicher. Und in der letzten Folge von diesem Geburtsvorbereitungskurs hatten wir dann das Thema Geburt, Austreibungsphase und ja, dass sie uns halt anleiten zum Pressen, das hat sie gesagt. Oder nee, so hat sie das nicht gesagt. Sie hat halt gesagt, man soll sich überhaupt keine Sorgen machen oder Angst haben, dass man das nicht kann, weil manche das wohl haben, vor allem Erstgebärende, wo auch einige mit im Geburtsvorbereitungskurs sind, dass sie halt anleiten würden. Aber ich glaube, wenn man halt das nicht so möchte, weil ich glaube, würde es jetzt nicht so brauchen, dass man mir da sagt, und jetzt hecheln und jetzt so. Dann hat sie halt gesagt, Augen zu, Luft anhalten, Kopf runter und pressen. Ich glaube, mein Körper wird mir schon sagen, was er da macht. Also bei meiner ersten Geburt, wurde ich auch nicht angeleitet. Ich habe da einfach gepresst und hat auch geklappt. Naja, ich lasse das mal so auf mich zukommen. Sie hat auch gesagt, dass das Geburtsbesteck, also wenn es jetzt wirklich in die Austreibungsphase geht, hat sie dann halt so gehalten, so wie so eine Mullwindel und dann hat es so geklimpert. Also wenn es halt so klimpert, sollen wir uns nicht erschrecken. Jetzt passt auf. Das ist das Geburtsbesteck. Also wenn die Geburt, also die Austreibung unmittelbar davor ist, vor der Austreibung da, dann holt sie dieses Tuch mit dem Geburtsbesteck und da drin sind dann halt die Nabelklemmen
die Nabelschere und die Schere für den Dammschnitt. Ne? Und man soll sich halt nicht, keine Angst haben, wenn man das Klimpern hört, das wird jetzt nicht bedeuten, man braucht einen Dammschnitt. Aber wenn man ja in der Austreibungsphase ist, da braucht man ja jetzt nicht sofort die Nabelklemmen, ne? Oder sehe ich das falsch? Die braucht man nicht sofort. Das kommt, also, ne, viele lassen sogar eine Lotusgeburt, also lassen die Plazenta dran, bis sie von alleine abfällt. Es kommt jetzt nicht so oft die Minuten an, diese Nabelklemmen zu haben. Von daher habe ich Bernd instruiert, da bloß aufzupassen, dass sie mir keinen Dammschnitt macht. Ich bin bei meiner ersten Geburt auch gerissen, auch richtig weit gerissen. Ich musste nach der Entbindung für 2 Stunden in den OP, habe dann in dem OP, also nach der Geburt, diese PDA bekommen und wurde dann operiert 2 Stunden, dass das alles wieder genäht wurde. Und ich hatte danach überhaupt gar keine Probleme. Das ist alles super abgeheilt. Und andere, mit denen ich so Kontakt hatte, die entbunden haben, die einen Dammschnitt hatten, da hat das teilweise echt lange gedauert. Und wenn es halt natürlich reißt, dann wächst es meiner Meinung nach besser zusammen, als wenn dann ein glatter Schnitt ist. Und ich möchte es einfach nicht. Ich möchte lieber, also ich möchte gar nicht reißen oder geschnitten werden, natürlich. Aber wenn, dann möchte ich lieber reißen. Dann kann der Körper selber entscheiden, wie weit er da Platz braucht oder wie auch immer ich das nennen soll. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass das einfach so fluppt. Ich habe mir einen Tee gemacht. Türkischer Apfel ist es wieder. Ja, mein Krankenhausaufenthalt. Ihr wisst, wir wollten uns eigentlich überraschen lassen, was das Geschlecht angeht. Wir haben uns super auf diesen Moment gefreut, wenn das Kind halt geboren ist, also die ganze Arbeit getan ist und ja, man schauen kann, ob wir jetzt ein Mädchen oder ein Junge bekommen, Sohn oder eine Tochter. Da habe ich mich richtig drauf gefreut, Bernd auch. Natürlich waren wir aufgeregt und wollten das auch am liebsten jetzt schon wissen, aber das hat gerade das so ausgemacht, diesen Moment so intensiv gemacht, bei der Geburt das zu erfahren. Und als ich im Krankenhaus war, dazu muss ich noch sagen, dass ich eigentlich keine Ultraschalluntersuchung machen lassen wollte in dieser Schwangerschaft. Also ich war für die Vorsorge nur bei der Hebamme, die machen ja keinen Ultraschall. Und ja, als ich dann jetzt wegen dem Schlag auf den Bauch ins Krankenhaus gekommen bin, haben die natürlich auch Ultraschall gemacht und ich wurde gebeten, auf ein kleines Zettelchen das Geschlecht schreiben zu lassen, falls das gesehen wird und das abzugeben meiner Schwiegermutter. Sie wird es auch niemandem verraten. Ja, und dann habe ich das der Ärztin gesagt beim Ultraschall, dass halt sie bitte, wenn sie es durch Zufall sieht, das Geschlecht, das auf einen Zettel schreibt und mir nicht sagt, weil wir wollen uns überraschen lassen. Und ich gebe es dann halt meiner Schwiegermutter, wollte ich ihr zum Geburtstag schenken, dass sie das Geschlecht weiß. Ja, und dann hat die Ärztin das halt gesagt, das Geschlecht, dass es halt ein Mädchen wird. Das und ich dann so, super, danke für die Info, danke, alles kaputt gemacht. Und ich hatte dann halt diese Information und wusste nicht so ganz, was ich machen sollte, weil mein Mann war natürlich nicht dabei im Krankenhaus. Wir haben ja hier Corona-Zeiten und der durfte mich gar nicht besuchen. Der durfte mir nur eine Tasche vorbeibringen. Also es war ja halt spontan ins Krankenhaus, weil halt durch diesen Schlag auf den Bauch zur Kontrolle ins Krankenhaus. Ich musste 24 Stunden da bleiben. Und dann durfte er mir abends eine Tasche halt so in die Schleuse stellen. Dann durften wir uns winken. Das war so eine Glasschleuse. Und dann, ja, tschüss wieder. Jedenfalls war er nicht bei dem Ultraschall dabei. Und somit hatte ich diese Information ganz alleine. Und wusste erstmal nicht so recht, was ich damit machen soll. Weil ich wusste, Bernd freut sich total auch auf diesen Moment nach der Geburt, dass wir halt gemeinsam da reinschauen, also da rein zwischen die Beine halt, um zu gucken, was es für ein Geschlecht ist. Und das war halt so total kaputt dann. Und dann habe ich ihm halt gesagt, das habe ich dann auch, erst habe ich ein Video gemacht, dass ich das weiß und ich weiß jetzt so recht, was ich machen soll. Und dann habe ich ein Video gemacht an dem Abend, wo ich es ihm dann hier am Küchentisch erzähle. Ja, und ich werde es euch hier oben nochmal verlinken, wenn ich dran denke, wo er dann auch das Geschlecht erfährt. Also wir wissen, es wird ein Mädchen und mittlerweile weiß es dann ja auch, also jetzt weiß es noch niemand außer Bernd, ich und Calvino.
Und jetzt am Wochenende, was jetzt kommt, werden wir es allen sagen. Also wenn dieses Video online kommt, dann wissen es schon alle. Von daher kann ich es jetzt hier auch erwähnen. Ja, wie ihr wisst, habe ich immer mein schlaues Büchlein. Das habe ich schon in der ersten Schwangerschaft gehabt. Das hat mir mal meine Mama geschenkt. Und da hatte ich ihn halt in der ersten Schwangerschaft schon immer mein Gewicht, die aktuelle Schwangerschaftswoche, mein Bauchumfang, Brustumfang und sowas alles reingeschrieben. Und das mache ich jetzt in der zweiten auch. Und da kann ich jetzt immer super vergleichen. Ich weiß ja, ihr mögt das immer, wenn ich mich hier total oute, wie viel ich zugenommen habe und wie groß mein Bauchumfang ist und so. Also, ich habe zugenommen. Eine Menge schon mittlerweile, aber es ist alles noch im Rahmen. Also in der 31. Woche habe ich 9 Kilo zugenommen insgesamt, einen Bauchumfang von 113 cm und einen Brustumfang von 100 cm. Und im Vergleich zu meiner ersten Schwangerschaft, da hatte ich nur die 32. Woche notiert. Da hatte ich schon 116 cm Bauchumfang, also 3 cm mehr und 4 cm mehr Brustumfang. Und ich hatte schon 11,5 Kilo zugenommen, also schon etwas mehr als in der jetzigen Schwangerschaft. Ich schätze mal, weil ich war sonst immer ziemlich gleich die ganzen Wochen, Schwangerschaftswochen mit dieser Zunahme und den Zentimetern. Ich glaube, das hat echt mit dem Stress zu tun, den ich durch den Umzug hatte. Durch diese viele Bewegungen und Kisten ausräumen, putzen, renovieren, was auch immer alles. Bedingt dadurch, dass wir noch den Umzug vor der Brust hatten, jetzt so in der 29., 30. Schwangerschaftswoche, hatten wir auch noch gar keine Babysachen gekauft, weil wir dachten halt, dass wir das alles jetzt in die alte Wohnung mitnehmen, wenn wir es kaufen und dann halt für den Umzug noch mehr zu schleppen haben. Deswegen haben wir es gesagt, wir lassen das. Und ich muss auch ehrlich sagen, weil ich nicht wusste, was es wird, ja, wusste ich nicht so recht, was ich holen soll. Ich war mir unsicher bei der Größe, wie viel wir brauchen und welche Farbe und so. Und ich hatte dann immer so online so ein bisschen geguckt, weil shoppen, also ich bin sowieso nicht so der Typ, der jetzt gerne shoppen geht und jetzt zu Corona-Zeiten schon mal gar nicht mit Mundschutz und so. Was wollte ich jetzt erzählen? Jetzt, wo wir halt wissen, dass es ein Mädchen wird, oder ich, bin ich einen Tag einkaufen gefahren in die Stadt und war als erstes bei C&A und bin im C&A in Tränen ausgebrochen, weil ich diese süßen Mädchensachen gesehen habe. Also alle Jungs-Mamas, die verstehen mich bestimmt. Bei Jungs ist es halt so. Die haben nicht so viel Auswahl, ne? Und bei Mädchen ist es ja wirklich so, bäm, Rüschen, Glitzer, oh mein Gott, so viele Kleidchen. Ich meine, die braucht man alle überhaupt gar nicht, ne? Aber die sind so süß. Ich war mit Bernd bei H&M, da gibt es so kleine, wie so Tütüs mit so Glitzer. Die sind so süß und so schön. Ich hätte am liebsten alle mitgenommen, aber das ist halt total Schwachsinn, ne? Die ziehen das einmal an. Und dann nie wieder und dann 20 Euro für so ein Kleid. Wir haben nichts geholt, aber ja, ich muss halt immer weinen, wenn ich sowas sehe, ne? Weil das so, 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 so süß ist. Und ich habe bei C&A erstmal gar nichts gekauft, weil auch da war ich überfordert. Wir möchten gerne windelfrei ausprobieren und abhalten. Und da ist es halt unvorteilhaft, stelle ich mir vor, so ein Body, den man dann halt immer aufknöpfen muss. Deswegen hatten wir gesucht so Unterhemden oder Pullover und Höschen, einfach so Babyhöschen, die man dann ausziehen kann, aber sowas gibt es gar nicht in 56, 62. Und deswegen, ja, haben wir jetzt den Kompromiss geschlossen, Bodies zu holen, aber wir haben eine ganz minimalistische Babyausstattung. Also, ich habe euch das gezeigt, was wir alles geholt haben. Es ist wirklich sehr, sehr übersichtlich. Aber ich habe mir gedacht, dass wir halt im Wochenbett, also nach der Entbindung, die ersten Wochen. Also ich sag mal jetzt, die erste Woche werde ich wahrscheinlich nur im Bett liegen und mal auf Toilette duschen und so, weil normalerweise wird man ja im Krankenhaus auch 5 Tage, glaube ich, liegen und nichts machen. Man soll sich ja wirklich schonen. Wir möchten stillen, wir möchten das Baby oder unsere Tochter, kann ich ja jetzt sagen, so viel wie möglich nackt, Körper, Haut an Haut liegen und kuscheln und stillen nach Bedarf, also so, wie sie das dann halt
braucht, dass es immer da ist. Und von daher, wenn sie halt hauptsächlich nackt ist, brauchen wir auch nicht so viel Anziehsachen. Wir gehen nicht groß raus in der ersten Zeit. Also wir gehen jetzt nicht einkaufen mit dem Baby oder sowieso sind Corona-Zeiten. Es wird immer noch im Januar sehr viel geschlossen sein. Wir werden halt hauptsächlich zu Hause sein und kuscheln. Und für die Male, wo Besuch kommt oder wir irgendwo hinfahren sollten, haben wir halt eine kleine Auswahl an Anziehsachen uns ausgesucht. Und für die Zeit danach, da würde ich dann einfach, glaube ich, online bestellen. Oder halt Bernd geht kaufen oder ich oder wir oder keine Ahnung. Das lassen wir auf uns zukommen. Ich wollte erstmal so wenig wie möglich kaufen. Auch nicht gebraucht kaufen, denn da wir nur so 3-4 Sets uns ausgesucht haben, haben wir gesagt, dann holen wir uns die neu, weil wenn man gebraucht kauft, ist es halt oft so, dass es fast genauso teuer ist, als ob man es neu kauft, außer dass es halt schon gebraucht ist. Und sowas wie, also dann müsste man es ja übers Internet kaufen, dann sieht man halt nicht so gut die Qualität der Sachen, wie es wirklich aussieht. Da bin ich echt schon mal auf die Schnuss gefallen, sag ich mal. Und ja, sowas wie Babytrödelmärkte oder so sind ja zurzeit gar nicht. Ne? Wegen Corona fällt alles aus, alles ist verboten, alles ist geschlossen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann holen wir uns nur wenige Sachen, aber dafür die, die wir halt wollen. Und so haben wir das halt dann gemacht. Das war jetzt halt nur so diese Anziehsachen-Geschichte. Ne? Wir brauchen halt noch total viele Mullwindeln, dadurch, dass wir ja halt windelfrei machen, aber halt auch so stoffwindelmäßig. Natürlich im Wochenbett, die erste Zeit werden wir mit Wegwerfwindeln wickeln, einfach aus ja, praktischen Gründen. Wir brauchen noch ein Beistellbett, würde ich gerne holen. Das hole ich aber gebraucht über eBay Kleinanzeigen. Und ein Laufgitter hätte ich gerne hier unten, quasi hier so vom Sofa, einfach weil wir einen Hund haben, dass man das Baby oder unsere Tochter einfach mal dort ablegen kann, wenn man mal eben auf Toilette muss oder ich weiß nicht. Also wir möchten sehr viel tragen, das Baby. So ein Tragetuch muss ich auch noch besorgen. Aber ja, wenn ich halt mal auf Toilette muss oder was auch immer, dass man einfach, dass es vorm Hund geschützt liegt. Also der Smurfy ist zwar wirklich, der liebt Kinder, der liebt die so sehr, der will immer hin und kuscheln mit denen, aber also ich würde ihn jetzt in der ersten Zeit, ich kann es nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Ich würde gerne ein Laufgitter haben, einfach zur Sicherheit. Wenn man es nicht braucht, dadurch, dass wir es gebraucht kaufen, können wir es ja auch einfach wieder verkaufen. Mal eben einen Schluck trinken. Ja, was hat sich noch ereignet in den letzten, ich glaube, das sind jetzt 3 oder 4 Schwangerschaftswochen, wo ich kein Schwangerschaftsupdate gedreht habe. Also ich habe eine Vorderwandplazenta, haben wir ja bei den Ultraschalluntersuchungen gesehen und ich habe es halt irgendwie später gespürt als alle anderen in der Facebook-Gruppe, wo ich drin bin, die jetzt schwanger sind. Aber jetzt sind die Tritte eindeutig. Also der ganze Bauch wackelt. Und das war so schön, als Calvino den ersten Abend das richtig gefühlt hat. Und am Anfang, wenn ich gesagt habe, möchtest du mal fühlen, dann war das immer so, ja, da könnte was gewesen sein, aber es könnte auch was anderes gewesen sein. Aber jetzt, wenn die tritt, der war so richtig beim ersten Mal so, oh mein Gott, ich habe es gefühlt, oh wie süß. Der hat sich so gefreut und das war so schön, das so zu sehen. Und auch Bernd, der hat sich so gefreut, als er die gefühlt hat zum ersten Mal. Ich habe es ja von innen schon sehr viel eher gefühlt als die beiden. Ne? Also wenn die da halt so dran teilhaben können, das ist ja echt schön. Ich kann euch mal meine Murmel zeigen. Die ist ja echt schon riesig. So. Tada. Also wenn ich unterwegs bin, werde ich auch gefragt, ja, wann ist es denn soweit? Und wenn ich dann sage, halt im Januar, dann staunen die immer, dass es noch so lange hin ist, weil der wohl echt sehr groß ist für die 31. Woche. Ja, ist halt so. Ich hatte bei Calvino aber auch so einen riesen Bauch. Ja. Er ist auch oft im Weg der Bauch, also wenn ich mich bücke, wenn ich mich drehe im Bett, also wenn ich nachts mich von links nach rechts drehe, dann stöhne ich wie so ein Walross teilweise, weil das ist echt anstrengend, den so rumzuhieven mittlerweile.
Ich bin immer noch oft müde, was nicht am Eisenmangel liegt, denn der wurde ja jetzt mehrfach kontrolliert und da ist alles in Ordnung soweit. Also erst war er ein bisschen niedrig und ich habe halt meine Tabletten genommen, diese Eisen hochdosiert irgendwas, die sind unten immer verlinkt, ne? Da habe ich dann erst eine am Tag genommen, sonst hatte ich die immer dreimal die Woche genommen. Eine am Tag und jetzt mittlerweile nehme ich die sogar teilweise zweimal am Tag. Und ich werde ja jetzt alle 2 Wochen bei der Hebamme kontrolliert. Also Blut wird ein Tropfen Blut abgenommen und dann wird der HB-Wert kontrolliert und da ist alles super. Ich soll so weitermachen, hat sie gesagt. Weil wenn ja der HB-Wert unter 10 ist, dann dürfte ich nicht im Geburtshaus entbinden. Das würde für uns bedeuten, dass ich hier zu Hause entbinden würde, weil ich jetzt also erstmal sowieso nicht ins Krankenhaus möchte zur Entbindung oder zur Geburt. Und zu Corona-Zeiten schon mal gar nicht. Jetzt ist ja November, es ist der zweite Lockdown und die Väter werden hier bei uns im Krankenhaus in den letzten Zügen der Geburt halt dazu geholt. Und die anderen 40 Stunden davor oder wie auch immer man halt da hechelt und atmet und wartet, muss der Vater davor warten oder im Auto oder keine Ahnung. Und ja, wenn, also das kann halt auch ziemlich schnell gehen, gerade beim zweiten Kind, wenn die den dann rufen würden und dann wäre es zu spät. Oh mein Gott, nein. Und der soll ja, der hat ja wichtige Aufgaben bei der Geburt, ne? Der muss aufpassen, dass kein Dammschnitt ist. Der muss mir Wasser reichen, der muss mich hier den Rücken massieren, mich halten. Niemals mache ich das alleine. Never. Nein, dann mache ich das hier zu Hause. Und das wird schon alles klappen. Aber ich gehe ins Geburtshaus. Das wird klappen. Am Anfang, ich habe sehr viel die friedliche Geburt gehört. Das hat mir sehr geholfen. Also so ein Podcast auf Spotify, die friedliche Geburt. Das ist halt so. Das bereitet einen ein bisschen so mental vor auf die Geburt und nimmt einem wirklich die Angst vor der Geburt. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe das täglich gehört zum Einschlafen oder wenn ich auf der Hundewiese war. Dann, wenn ich dann halt da saß, dann hatte ich immer die Zeit, das zu hören. Jetzt in den letzten Wochen habe ich es weniger gehört, bedingt durch den Umzug und einfach Stress. Viele Termine habe ich gar nicht gehört. Gestern zum ersten Mal wieder. Und gestern Abend hatte ich echt, ja, jetzt nicht Panik, aber echt so Gedanken, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe Angst vor der Geburt. Das war so ein Moment, der so wirklich, wir saßen hier beim Abendessen und dann habe ich gesagt, so, oh Mann, ey, manchmal schwanke ich echt zwischen natürliche Geburt, so wie halt die erste Geburt, oder ich gehe einfach ins Krankenhaus und mache einen Kaiserschnitt. Wobei ich da halt dann auch Angst hätte. Also ich hätte Angst vor der Vollnarkose, dass ich nicht mehr aufwache oder so. Und ich hätte, also ich würde es nicht unter PDA machen, weil ich gehört habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man da halt trotzdem das Ruckeln merkt, wenn die das Baby da rausholen. Und halt hinterher auch echt, das soll ja schmerzhaft sein, diese Kaiserschnittnarbe. Ja, und ja, da kann mir niemand helfen. Bernd hat auch gesagt, so, oh mein Gott, ja, das kann ich total verstehen. Ne? Also, wenn er jetzt, er hat mir gesagt, wenn er eine Geburt durchmachen müsste, er würde sich auch in die Hose machen davor. Ja, und dann habe ich gestern Abend direkt angefangen, wieder die friedliche Geburt zu hören und versuche mir halt positiv das jetzt wieder vermehrt zu erzählen. Und ich schaffe das und mein Körper ist dafür gemacht, ein Kind zu gebären. Und es ist ja wirklich tatsächlich so, dass sobald das Kind raus ist, also sowas bei mir, ist alles vergessen. Ne? Du siehst dieses kleine Wesen und oh mein Gott, sprudelt's über vor Liebe. Und ja, es ist einfach, dann ist alles vorbei und es lohnt sich ja. Und es ist ja auch eigentlich, wenn es sich gerade eingeleitet wird, ist es ja auch nicht so von 0 auf 100, sondern es steigert sich ganz langsam. Die Wellen oder Wehen werden immer stärker. Und ich weiß, ich werde das schaffen, natürlich. Aber gestern hatte ich echt einen schwachen Moment. Und ich muss mich jetzt halt wirklich wieder darauf besinnen und konzentrieren, dass es alles gut wird und ja, mir nicht von außen Schlechtes einreden lassen oder schlechte Erfahrungsberichte mir anhören. Da kann man ja direkt sagen, so halt, stopp, ne, erzähl mir das im Februar, wenn ich mein Kind zur Welt gebracht habe.
Dann kannst du mir deine schreckliche Horrorstory der Geburt gerne erzählen. Jetzt möchte ich mich gerne positiv besinnen. So. Ein Versuch ist es wert, Leute. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, das war's von meinem Schwangerschaftsupdate, 31. Schwangerschaftswoche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Tschüss!